hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Wir haben den Auftrag gekriegt, einen Jäger namens Dave zu suchen, der irgendwo in der Nähe dieser Hütte hier sein soll. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir latschen einfach mal drauf los und gucken, was uns erwartet. Ich habe einen Frosch im Hals. Wunderbar. Das passt perfekt in die Aufnahme. Verzeiht es mir einfach. Erntestelle, Erntezutaten. An Erntestellen, Zusatzinfos, okay. Ich laufe da jetzt erstmal hin. Ich will wissen, was man hier ernten kann. Wer ist das denn? Stehen welche? Hi Männer, na? Geht denn ab? Wie hier ist tote Hose? Obwohl es auf der anderen Seite vom Pass von Menschen nur so wimmelt. Okay. Ich habe das Gefühl, hier ist die Trendfarbe echt schwarz, ne? Also ich muss ja dazu sagen, ich trage ja privat auch eigentlich fast nur schwarz. Es ist eine schwarze Kleidung in meinem Schrank. Aber es ist schon witzig, das immer wieder zu sehen. Sieht ein bisschen so aus, als wären wir hier auf einem bestimmten Treffen oder so. Leidender Pfeffer. Wie kann Pfeffer denn bitte leiden? Okay. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, wofür das gut ist, aber ich nehme erstmal alles mit, ne? Was ist hier los? Drillingskamm. Parkplatz. Ach, Drillingsklamm. Okay. Wo ist hier? Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Was haben wir hier? Eine Nachricht? Eine Nachricht. Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner. Äußerst aggressiv. Sonstiges offener Jagdauftrag für Tauti. Okay, Tauti, das ist doch das, was wir sowieso töten. Was? What the? Hallo? Alles klar? Kommt er mit seinem Knarren? Danke, Mann. Nein. Vorsicht, Sie kommen. Ich hole mir mal. Also, nee, hier drin. Ich hab gerade überlegt, dass ich das den Bienen da raushole, aber ich glaube, ich bin nicht so ein bisschen. Ah, ey. Das ist immer wieder. Ah, das ist der Gegenangriff. Ja, Hallöchen. Geh mal, flieg doch da mal in die Karte raus. Gladius hat ein mega Breitschwert. Und was macht die so? Ignis hat... Solche? Ich hab's grad nicht gesehen. Okay. Vorwärts. Hey. Da drüben ist auch eine Hütte. Okay, ja, wir gucken uns gleich die nächste Hütte an. Moment, ich wollte eigentlich mal kurz gucken. Was macht denn eigentlich der Ignis? Ich möchte gerne wissen, was der hat. Dolche, ja, siehst du? Doch, habe ich doch richtig geschaut. Der kämpft mit Dolchen. Ja, nice. Schön. Gehen wir noch gleich mal weiter hier über den Parkplatz. Aber auf jeden Fall ist es halt nicht so, wie in manchen Final Fantasy Teilen konnte man ja auch immer den Kameraden eine... Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Was? Ich will zum Windrad warpen? Oh, das schaffe ich doch nicht. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tauti genannt. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisung befolgst, erhältst du FP. Warp-Punkte. Ja, okay, ich, Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Ja, toll. Das ist aber nicht ja auch ganz nett, aber... Ich kann da ja nicht hinwarten, wenn mir der Punkt nicht angezeigt wird. Nein! Stress mich nicht! Hallo, ich war noch nicht bereit. Entschuldigung. Alles klar. Ich will jetzt zu diesem Wachpunkt sein. Pass auf, lass dich nicht erwischen. Ebenso. Nein! Also, genau so! Okay, warum auch immer. Ich kann nicht. Und jetzt habe ich schon nicht da. Aber... Ich glaube, jetzt einfach mal munter passen. Ich bin gerechnet, ne? Ich pariere. Ja, kommt gut. Ja. Das nenne ich kurzen Prozess. Was ist denn so krank? Warum steckst du denn dann immer da weg? Komm mal.
mein anderes Schwert. Das ist schon wieder geil. Ja, der Beehänder ist ja geil. Okay. Ist natürlich ein bisschen schwerer, ne? Sag ich mal, ein bisschen, dauert alles ein bisschen länger. Ist dort jemand? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und hänge hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Uneigennützig helfen, gegen Bezahlung helfen und Ignis entscheiden lassen. Ach, ich bin ja ein Gutmensch, ne? Also werde ich natürlich. Überlass das einfach uns. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Natürlich sind gespitzt. Magieflakon, okay. Gut gesprochen, Nacht. Los, zeigen wir es der Bestie. Mhm, okay. Okay, ich wollte jetzt nochmal gucken. Ich hatte ja noch diese eine Nebenquest. Das würde mich jetzt mal interessieren. Aufgabe. Zahl ohne Wiederkehr. Sind wir, welche Stufe haben wir denn jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall. Ja. Ich mache jetzt erst auf die Hörner genommen und dann gehe ich weiter und kill die. Die andere Sache. Jetzt will ich gerade mal gucken unter Magie. Ich habe ja Magieflakon bekommen. Fülle elementare Energie, die du absorbiert hast, in Magieflakons ab. Die so erstellten Zauber kannst du im Ausrüstungsmenü anlegen und dann im Kampf einsetzen. Du kannst unterschiedliche Elementarenergien auch zu Zaubern mischen. Pass die Menge des verwendeten Elements an und füge gezielt Katalysatoren hinzu, um Zauber aneinander zu ketten und besondere Zusatzeffekte zu erzielen, beispielsweise das Ziel zu vergiften. Okay, wir können also diesmal Magie. Ah, wir haben Feuer. Kann ich noch selber was machen? Ups. Also Feuer haben wir, das brauchen wir nicht. Blitz haben wir nicht. Ah, ein Eiszauber, okay. Wie viel Kraft kann ich denn da mal? Kraft 10. Synthese. Cool, jetzt habe ich mir ein. Oh, ich bin Alchemist ausrüsten. Natürlich. Da unten lege ich mir das hin, weil ich denke einfach, Eis wird in der Wüste wahrscheinlich vorteilhafter sein wie Feuer. Also so mein Plan, ne? Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Danke, Ignis. Ich sage ja, er ist so der Papa der Gruppe, so nach dem Motto, er kümmert sich um alle. Dich erwartet ein anstrengender Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegenen Refugium ausruhst, wo Ignis eine stärkende Mahlzeit kochen kann. Ja, okay. Nice. Das ist eine gute Idee, das machen wir mal. Wenn der gut. Ignis das sagt, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Mhm. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. Okay, alles klar. Auf die Karte. Wo ist das nächste Refugium? Ups. Das ist eine Erntestelle. Ja, das ist das nicht das hier? Was ist das? Eine Fundstelle? Und hier ist eine Lagerstelle. Okay. Also latsche ich einfach nur mal hier weiter. Ach, es zeigt mir das auch sogar an. Also hätte ich mir jetzt sparen können, aber gut. Ich habe es halt mal durchexerziert. So, durchs Gebüsch. Aloha. Liefert Elementarenergie oft in der Nähe. Ah, was ist das? Das ist irgendwas mit Feuer. Da wird mein kleines Feuerchen angezeigt. Das möchte ich gerne sehen. Okay, hier brennt irgendwas. Das kann ich absorbieren.
Magie und die Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten, Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. Oh, und jetzt kann ich das jetzt abziehen. Geil. Oh, das ist natürlich auch nice. Das haben sie gut, also finde ich eine gute Idee, gut gemacht, dass man da auch noch ein bisschen sich rumexperimentieren kann. Wo ist denn hier? Oh, hier ist Eis, okay. Cool. Dann, also ist es auf jeden Fall so, dass die Magieflakons werden halt aufgebraucht. Das bedeutet nicht, dass man einmal das nur hergestellt hat und dann reicht es, sondern man muss es halt immer wieder öfters machen. Gut. Und jetzt habe ich Blitz, Eis. Gibt es auch Wasser? Wird hier aber nicht irgendwo sein, ne? Wie hoch? Glaube ich zumindest. Ah ja. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Okay, wir rasten. Zelten in Refugien. Beim Zelten werden die angesammelten EP auf die Stufe der Gruppenmitglieder angerechnet. Außerdem kocht Ignis eine stärkende Mahlzeit, die der Gruppe für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt. Was will ich denn? Trainieren oder zelten? Was ist denn trainieren? Ich drück das jetzt einfach mal so. Was? Stufe 5? Geht's noch? Jetzt leg ich los! Übernimm dich bloß nicht! Ich glaube, gegen Gladius habe ich keine Chance. Aber. Hallo? Könntest du mal aufstehen, bitte? Siehst gar nicht gut aus, Prinz Rübel. Ja, das der Name gefällt mir. Lief ja mal richtig schlecht. Also gegen Stufe 5 Gladiolus schaffe ich es noch nicht. Ich glaube, wir wollen dann einfach mal zelten, würde ich sagen. Genug geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Okay, ich baue das Zelt auf. Okay. Der macht das wahrscheinlich mit links. 0 Tage vergangen. Zeit A, Technik C, Offensive S. Okay. Wie cool. Machen wir einen Zeltaufzug jetzt. Ach, yeah. Komm, spiel mit der Kamera, Baby. Gib mir Drama, Baby. Er fotografiert erstmal ordentlich. Alter, wo haben wir denn die ganzen Sachen her? Wer hat denn die geschleppt, bitte? Gladiolus wahrscheinlich. Er ist sehr zufrieden. Sein Werk, das hat er gut gemacht. Ignis Kochkünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Nutze die Effekte von Mahlzeiten, um dir das Kämpfen zu erleichtern. Flammengerösteter Toast. Was haben wir noch? Dampfende Reisbällchen. Strammer Max. Und herzhafter Gemüseeintopf. Was nehme ich denn mal? Angriffskraft plus 10... LP Maximum, Angriffskraft. Was ist das? Angriffstoff und LP. Ja, das, aber das kann er das überhaupt kochen. Haben wir alles? Ich drück das einfach mal. Wird schon funktionieren, ne? Werde ich wohl so einiges mithaben. Mmh, das sieht gut aus. Yummy, 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 yummy. Ach, diese Melodie, schön. Das ist für eingefleischte Final Fantasy Fans ein Muss. Na cool, wir schaffen es alle eine Stufe höher. Oh, okay. 2 Stufen höher. Kochen, fotografieren, Gladiolus hat Überleben und ich angeln? Oh, meine Güte, warum habe ich denn angeln? Okay. Fotografieren ist auch so eine Sache. Kochen ist ganz nice. Überleben, wie auch immer wir das skillen können. Fotos. Unterwegs macht Prompto viele Fotos. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden seine Bilder. Okay. Fotos teilen. Ja, ich möchte jetzt nicht teilen.
Oh ja, also es tut mir leid, aber das muss gespeichert werden. Das hat Ausdruck, oder? Findet er nicht auch? Habe ich das jetzt gespeichert? Ja, ist gespeichert. Das sieht doch auch nett aus. Warum nicht? Oh, hallo. Ich vor der Tanke. Ey. Ja, das, Ladies, ne? Was machen die da? Alter, was ist denn hier los? Das sieht auch cool aus. Ich habe das Gefühl, ich speichere hier jedes zweite Foto. Okay, gut. Das, reicht dann erstmal. Also ich finde, das ist eine geniale Idee. Das ist total toll. Das Spiel kann über das Pausemenü fast überall manuell gespeichert werden. Ja, okay, gut. Tutorial für das Pausemenü. Ja, das will ich jetzt auch nicht. Sid ist schon seltsam. Sid zog Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. Okay, irgendwas frisst hier gerade in der Nähe. Zumindest hört es sich so an. Ich bin mir nicht sicher. So, ich bin bereit zum Aufbruch. Und ihr? Ich bin auch müde. Oh, du bist ja nur müde ein bisschen, ja? Möchtest du noch ein bisschen heier machen? Ich möchte jetzt gerne wissen, wenn ich jetzt hier hinten lang gehe, ob da auch irgendwo Wassermagie oder sowas wäre. Das würde mich mal interessieren. Was? Wo ist denn hier ein Gegner, bitte? Hä? Nee. Okay. Wir wollten eh weiter. Das ist abgesaugt, das kann ich auch nicht nehmen. Gut. Also, auf. Auf zum Kämpflein. Waffen ändern deine Statuswerte. Okay. Was habe ich denn eigentlich noch? Ah, mein Jagdschwert. Meine Motorklinge. Und mein Beehänder. Geil. Ich glaube, ich arbeite gerne mit dem Beehänder. Das ist so, wie gesagt, ein bisschen schwerfällig im Umgang. Also seine Angriffe dauern länger dadurch, aber shit happens. Es geht um den Angriff. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Ach, ihr seid schon welche. Ganz ehrlich. So. Bin gespannt auf die Hörner genommen. Also wird's, vielleicht ist es irgendwie so ein... So ein Nashorn, was wir schon am Anfang irgendwie gesehen haben, sowas in der Art. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Auf jeden Fall mache ich, glaube ich, danach dann gleich erstmal die Nebenquests. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpassen könnte, wenn ich der Hauptquest zu lange folge. Viel weiter tragen meine Beine mich nicht. Auf sowas hat uns die Großstadt nicht vorbereitet. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn, ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Boah, wie riesig ist das denn? Wir müssen unbedingt etwas tun. Boah. Das ist jetzt die große Frage. Gehen wir jetzt einfach drauf los? Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Zu früh gefreut. Ich wollte sagen, er freut sich schon, das Vieh ist doch noch gar nicht weg. Ja, geil. Gefährtenkommando. Gefährtenkommando. Leg los, Mando! Ups. Jetzt habe ich nicht gesehen, dass es... Alles im grünen Bereich. Nein, da oben.
Ja, ich drücke auf Warp, aber trotzdem fühlt mich das nicht aus. Was? Lass den Sturm? So muss das sein! Wir wollen das. Also das ist ein bisschen... Kannst du mal schauen? In den Arsch! Oh, oh, nee, das war noch niedergeroschen. Das ist ja, nice, okay, gut. Hin ist da. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Ach ja, Ignis. Jetzt werd mal nicht fuchsig. Dein Telefon. Schon wieder hier? Ja, mein Telefon, ich weiß. Allora? Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Kein Ding. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Alles klar, kein Ding. Ich komme mal vorbei. Okay, also. Unser Wagen kommen wir noch mal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito. Der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Ja, das glaube ich. Du bist ja auch ein Riese. Das kann ich mir echt vorstellen, dass es da vielleicht nicht viel Platz ist. So, jetzt würde ich gerne das hier nehmen. Habe ich das jetzt anvisiert? Ja. Auf dem Weg dorthin. 800 Meter in diese Richtung. Gehe ich jetzt da? Ne, kann ich ja nicht. Ich dachte eben gerade, ich könnte da lang gehen, aber ich muss um diesen großen Berg drumherum. Ah, da hinten kann ich wieder was ernten. Okay. Dann ernte ich das jetzt nochmal ab hier. Also, manchmal macht der echt... Die Steuerung ist... Sie ist nicht schwer, aber manchmal... Macht er nicht das, was ich will. Du sollst es aufheben und nicht rumspringen wie so ein Häschen hier. So, gut, Leute. An dieser Stelle mache ich dann nochmal Schluss. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe mich zwar ein bisschen doof angestellt, als ich dieses Doppelhorn oder den Doppelhorn da ein bisschen abplatten sollte. Aber gut, man lernt nie aus. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Macht's gut, bis dann.